Sehr verehrtes, liebes Publikum, ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen, exzellenten Applaus. Okay, für uns Tamburen. Dankeschön. Okay, für uns Tamburen ist er berechtigt. Aber er zeigt mir, dir versteht etwas von Trommeln. Vor mir ein Saal voller Trommelexperten. Das gibt es nur in der Stadt. Vielleicht wichtig für euch zu wissen, trotz meiner ausgeprägten Dialektbarriere gilt ich eben als der Trommel-Experte von allen Experten, die Trommel in Sachen Trommel in der Schweiz und in Sachen Basel Trommel do. Ich bin der Ivan Kim, die lebende Trommel-Legende aus dem Fricktal, wohnhaft in Möhlin, Rübengrotzbürger, römisch-katholisch. Ich bin fünffacher Basel-Trommelkönig, fünfmal Erster, fünfmal Zweiter, 15-mal mitgemacht, einmal in die Finale gekommen, scheiss Jury gewesen. Ich habe jedes Tamburenfest von der Schweiz, das es gibt, gewonnen. Außerdem bin ich Sieger vom Amateurwettbewerb, vom Trommel Grand Prix, vom Römerpreis Trommel, vom Regionalen, quasi von jeder Hundsverlochenden. Nebenbei bin ich noch vierfacher Festsieger vom Eidgenössischen Tamburenfest, das es notabene nur alle 4 Jahre gibt. Das bedeutet, ich bin 16 Jahre am Stück amtierender Schweizermeister, in der Zeit 2-mal als Einzeltambur und als Dirigent. Das nennt man dann doppelt gemoppelt. Natürlich bin ich auch der meistgespielte Komponist von der ganzen Schweiz. Und auch innerhalb von der Stadtmauern hier stammen alle modernen Trommeltexte, einmal die guten, von mir. So, jetzt wisst ihr das. Und jetzt wisst ihr auch, alles, was ich über das Trommeln erzähle, stimmt bestimmt. Und jetzt bin ich gerade total motiviert, aus dem Trommel-Nein-Kästchen zu plaudern. Meine Beobachtungen haben ergeben. In der Stadt gibt es 5 stereotypische Trommler. Sie kommen in jeder Trommelgruppe vor, auch in dieser hier. Schauen Sie mal den hier neben mir an. Er gehört zu der ersten Kategorie, zu den Besten. Die nennt man Trommler mit Herzblut. Ihre DNA besteht aus Wirbel und Double. Die Wirbel-Double-DNA schüttet Glückshormon aus. Darum gehen die glücklich und zufrieden durchs Leben. Sie sind zielstrebig, können auch etwas dranbleiben, sind akribische Schaffer. Richtig restlos glücklich sind sie aber erst, wenn sie können trommeln, 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 wenn es immer runder und runder wird. Dann werden sie vom Trommelgen übermannt und entdecken Symbiose. Die Symbiose von Trommeln, Fellschlägeln und von innen gesendeten Gefühlen an die Hände, die sich auf der Trommel zur Musik verwandeln. Dann fallen sie in einen drossähnlichen Zustand, wo jede Faser vom Körper nur noch Trommelmusik sendet. Sie wollen immer in diesen Zustand kommen. Sie sind süchtig danach. Die Tamburen hören vor der Phase nach dem Wetterbericht und deponieren überall in der Stadt perfekt tönende Trommeln. Jede frisch geschränkt und eingestellt, jede ein Glöckli. Für jede Wetterlage die richtige Trommeln. Und jetzt noch die Übersetzung ins Baseldeutsch. Die Trommeln den Fünfer und den Offen im Crescendo so, dass es Moos ab den Dächern windet von der Druckwelle, die entsteht dabei. Dann gerade eine Stufe weiter runter, tun Sie mal Platz wechseln bitte, komm du mal zu mir. Jetzt sehen Sie hier neben mir einen typischen Vereinsmeier-Gliggemeier. Die sind nicht weniger angefressen, etwa ein Drittel von der Vereinsmeier-Gliggemeier, übt sogar mehr als der Trommler mit Herzblut. Leider werden sie nie so gut. Sie können nichts dafür, sind einfach ein bisschen weniger begabt. Aber es sind ganz wichtige Menschen, die ganz viele Ämter erledigen, damit der freundschaftliche Klicken funktioniert und damit sich der Trommler mit Herzblut aufs Trommeln konzentrieren kann. Die haben einen Schlechtwetter-Trommler und einen Gutwetter-Trommler, immer frisch geschränkt und einsatzbereit. Auch die trommeln den Fünfer und den Nuffen im Crescendo, aber ohne Druckwelle. Und falls es doch einmal ein Fässchen Moos ab den Dächern windet, ja, dann feiern sie das ab wie ein Königstitel am Preistrommeln. Dann gerade noch mal eine Stufe tiefer, jetzt gehe ich extra auf die andere Seite. Bitte schauen Sie hier in die zweite Reihe. Kommt du mal zu mir führen, jawohl.
Tu dich mal präsentieren. Jawohl. Jetzt steht neben mir ein Originalexemplar von der sogenannten Pöpperlibuben. Für die Pöpperlibuben ist die Trommel ein Streichinstrument. Die schlagen nie richtig drauf, aber richtig leislich sind sie eben auch nicht. Aber die stören nie. Sie sind immer dabei, es schießt sie nie an. Aber richtig begeistert sind sie auch nicht. Die gehören zur Sippschaft, war auch dabei, hat nicht gestört, war mit sich selbst zufrieden. Ihre Trommeln schränken sie alle zwei Jahre einmal. Seit der Spannschluss können sie die einstellen. Wenn die Trommel aber wirklich it tönt, dann schrauben die am Dämpfer rum und sie meinen, es nützt. Wenn die den Fünfer und den Uffer trommeln, ja dann muss das Crescendo denken. Und das Moos auf den Dächern bewegt sich kein Millimeter. Du darfst wieder in die zweite Reihe gehen. Dann nochmal eine Stufe weiter unten. Schauen Sie bitte in die Mitte der Gruppe. Die stehen immer in der Mitte der Gruppe. Dort können Sie sich verstecken. Jetzt darfst du mal zu mir kommen. Ja. Fertig, Verstecken ist gemacht. Komm, die Führer präsentieren. So. Jetzt sehen Sie hier neben mir einen sogenannten Kulturtambour. Die können nur Hieroglyphen lesen und haben eine saugrosse Schnurre. In der Beiz gehen sie an wie ein Wald voll Affen. Der Lütisch von ihnen ist immer der lustigste. Die kennen sich aus in der Szene, betreiben Trommelpolitik, meistens mit dicken Möcken und wissen ganz genau, welcher Marsch ein Scheissdreck ist. Das Gute an diesen Tambouren, die haben nur zwei Probleme. Die linke und die rechte Hand. Auch Rührersäger genannt. Links rühren, rechts sägen. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn die so den Fimpfer und den Uffer trommeln, ja von Crescendo, kein Spür. Und auf den Dächern vermehrt sich das Moos. Als Trommler haben sie meistens einen bleischweren, schwarz-weiß gestreiften Kübel. Er ist die Ausnahme der Regel. Und sie können stundenlang darüber philosophieren, ob sie links oder rechts gestreift sind. Ja, meistens stammt der Kebel noch aus einer verwandten Erbgemeinschaft vom Fritz Becker. Ja, und nach dem siebten Bier hat der Kebel vom Onkel Pauli schon 15 Mal das Preistrommel gewonnen. Du darfst dich wieder verstecken. Ja, uns geht noch eine Stufe tiefer. Die stehen immer in der hintersten Reihe. Kommen Sie jetzt mal führen, damit man sie noch mal sieht. Kommen Sie mal hier führen. Ja, hier hinstehen. Du auch noch. Jawohl. Nicht weit führen. Ja, so. Und die zwei stehen auch noch hier raus, bitte. Die ich auch hier präsentieren. Jawohl. Jetzt schauen Sie auf die einen und auf Sie zwei. Das sind sogenannte Trommelbesitzer. Die haben den Trommel, damit sie an die Fasnacht noch dürfen. Ihre Trommel ist quasi das Eintrittsbillett zum Fasnacht machen. Die sind total harmlos. Meistens sind es ganz, ganz liebe Leute, die ganz genau wissen, dass sie eigentlich gar nichts können. Wenn die Trommel, ist es für sie, wie wenn sie sich selber einen Witz erzählen, den sie noch nie gehört haben. Die lachen viel und sorgen für gute Stimmung. Ihre Trommel ist immer tipptopp zweg und tönt besser, als sie jemals trommeln können. Die geben Sorge zum Instrument. Ja eben, weil sie nur dank der Trommeln, die sie besitzen, dürfen Fasnacht machen. Ja, und dann gibt es noch mehr. Der Ivan Kim, die lebende Legende aus dem Fricktal. Ich bedanke mich fürs Zuhören.